Wir begrüßen Sie herzlich bei RON. Es ist 18 Uhr und damit dann noch wieder Zeit für die Nachrichten aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Und die Sendung, die hat heute für Sie Christina Hecking zusammengestellt. Ein richtig buntes Paket, was wir haben. Genau. Wir waren heute unter anderem in Hasloch unterwegs, denn da ist momentan eine Riesendebatte um einen Asylbewerber entfacht. Was dahinter steckt, das zeigen wir Ihnen. Dann wird es ein bisschen sportlicher, und zwar Borussia Dortmund und der FC Bayern, die haben es alle nicht. Aber dafür hat die TSG Hoffenheim das Ganze. Und was dahinter steckt oder wer dahinter steckt, das zeigen wir Ihnen auch. Und dann haben wir noch uns dem Thema Erkältung gewidmet. Und zwar zeigen wir Ihnen, was Sie dagegen machen können. Das alles und viel mehr jetzt bei RON TV. Ja, die Aufregung in Hasloch ist groß. Es geht um einen Asylbewerber, der wegen mehrerer sexueller Übergriffe auch schon 3 Jahre in Haft saß. So, und der lebt mitten in der Stadt. Und viele Bürger möchten das nicht, denn es besteht die Gefahr offensichtlich, dass der Mann rückfällig werden könnte. Er gilt als rückfallgefährdet. Und das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat nun geurteilt, dass er in Hasloch bleiben kann, eben zum Missfallen der Bürger. Und was die sagen und wie die Stimmung aktuell ist, das hat Lukas Föhr jetzt für Sie. Aus der Ferne wirkt Hasloch heute Mittag friedlich. Doch in der Stadt brodeln die Gemüter. Schuld daran ist ein vorbestrafter somalischer Flüchtling, der jetzt in dem beschaulichen Ort in der Pfalz lebt. Es ist halt ein Stück weit Unsicherheit dann dabei. Weil man weiß nicht, wo der Untergebrachte ist, wie die Betreuung läuft und ob man sich Sorgen machen muss oder nicht. Schon schwierig. Einsperren, dort wo er ist. Und nicht einfach irgendwo anders absetzen. Also das finde ich eine Frechheit. Ne? In so mancher Facebook-Gruppe äußern sich die Haslocher sogar noch deutlicher. Eine Sauerei ist das, die das zu verantworten haben. Wenn was passiert, waschen sie sich die Hände in Unschuld. Ich wünsche all denen was. Ich kann das nicht verstehen. Aggressiv und rückfallgefährdet, das kann doch nicht sein. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Meine Kinder werden hier groß. Ein Vorschlag, liebe Richter, Schöffen, Berater, Staatsanwälte. Gründet eine WG mit dem Straftäter und zieht ganz weit weg. Hoffentlich bringt euch das zur Besinnung. Doch allem Ärger zum Trotz. Der Flüchtling wird erst einmal in Hasloch bleiben dürfen. Das hat jetzt das Oberverwaltungsgericht in Koblenz entschieden. Und das, obwohl er schon mehrfach sexuell übergriffig wurde. Dafür saß er insgesamt 3 Jahre im Gefängnis. Eine Entscheidung über seinen Asylantrag steht unterdessen noch aus. Der Haslocher Bürgermeister kann den Ärger in der Stadt verstehen. Seine Sozialprognose ist negativ. Das ist das, was zunächst mal zu Befürchtungen führt in der Öffentlichkeit. Und wir haben gesagt, in solchen Fällen muss es doch möglich sein, dass es eine Aufnahmemöglichkeit auf Landesebene gibt. Denn es ist nicht auszuschließen, dass sich der Somalier wieder sexuell vergeht. Das zumindest befürchten auch Gutachter, die den Flüchtling kennen. Deshalb überwacht die Sozialbehörde der Gemeinde den Flüchtling genau. Auch weil er als psychisch krank gilt und deshalb mit Medikamenten behandelt wird. Die Gemeinde hat 2 Kümmerer, die die Unterkunft, wo er untergebracht ist, sowieso auch besuchen. Und auf der anderen Seite wissen wir von seinem Betreuer, der regelmäßig ihn aufsucht, sowie seinem Bewährungshelfer, und die örtliche Polizei hat uns zugesichert, ebenfalls ihn im Auge zu behalten, sagen wir es mal so. Richtig sicher klingt das nicht. Das gibt sogar der Bürgermeister zu. Inzwischen lebt der Somalier in einer Männerwohngemeinschaft. Das zuständige Landratsamt hofft jetzt auf ein Signal aus der Landesregierung. Wir meinen, diese Kontrolle, die durch die Polizei ausgeübt wird und auch durch Bewährungshelfer und Personen, die im Rahmen der strafrechtlichen Verurteilung tätig sind, diese Kontrolle reicht nicht. Sie kann nicht engmaschig genug sein. Wir können das auf lokaler Ebene nicht zufriedenstellend lösen. Doch erst einmal steht die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Koblenz. Und die Haslocher müssen mit ihrem ungeliebten Mitbürger leben. Und die erste Anlaufstelle für die Bürger, das ist natürlich der Bürgermeister. Den haben wir eben schon gesehen, Lothar Lorch. Und mit dem hat sich Lukas Föhr noch etwas weiter unterhalten. Eben auch, was der Bürgermeister nun fordert. Herr Lorch, wie wurde denn das Urteil aus Koblenz von der Bürgerschaft hier in Hasloch aufgenommen? Die Reaktionen, die mich erreicht haben, waren natürlich zunächst mal enttäuscht. Man hätte sich lieber was anderes erwartet. Kann Ihnen auch sagen, dass ich heute Morgen schon bundesweit teilweise E-Mails bekommen habe, die alle einen Tenor verfolgen. Sie wünschen der Gemeinde Glück im weiteren Verfahren.
Was bedeutet das denn jetzt alles für die Gemeinde Hasloch? Ja, es bedeutet für uns zunächst mal, wir haben in der Hauptsache noch ein Widerspruchsverfahren. Den Widerspruch werden wir begründen. Das Verfahren wird letztendlich zu verhandeln sein. Bis auf Weiteres wird dann der Asylbewerber bei uns unterzubringen sein. Das ist die Konsequenz. Wir sind natürlich bedacht, dass diese Auflagen, sage ich jetzt mal, die von staatlichen Behörden zu erbringen sind, dass die auch eingehalten werden. Und das ist unser großes Interesse. Wie wird denn dieser Somalier derzeit in Hasloch untergebracht? Es ist publik, es ist bekannt, dass er im Visierprogramm der Polizei ist. Insofern wird er regelmäßig aufgesucht. Das ist das eine. Er hat einen Betreuer. Dort muss er sich melden. Er hat einen Bewährungshelfer, wo er sich melden muss. Er muss im Moment gewisse Medikamente zu sich nehmen. Die Einnahme wird überwacht. Was wünschen Sie sich denn jetzt für Hasloch und auch möglicherweise für diesen Flüchtling? Wie soll es weitergehen? Der größte Wunsch, den wahrscheinlich jeder hat, ist, dass nichts passiert. Das ist ganz logisch. Allerdings ist ja auch klar, das ist eine gewisse Gefahr, die nicht von der Hand zu weisen ist. Seine Prognose für die Zukunft war eigentlich nicht positiv. Und wir werden natürlich nach wie vor appellieren an das Land in erster Linie, ob es nicht doch gelingt, diesen straffälligen Sexualstraftäter unterzubringen in einer Landeseinrichtung. Es muss ja keine Erstaufnahmeeinrichtung sein, es gibt weitere Landeseinrichtungen. Das ist unser Appell. So viel erstmal aus Hasloch. Ja, momentan laufen ja die Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und den Grünen. Und bei diesen Jamaika-Sondierungen, da gibt es ja wenige Themen, wo es wirklich Einigkeit gibt. Aber bei einem tatsächlich, da gibt es mehr oder weniger Konsens, nämlich die Forderung nach mehr Polizeikräften in Deutschland. Tatsächlich haben wir momentan so viele Kräfte im Einsatz, laut deutscher Presseagentur, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Bundesweit waren das nämlich im vergangenen Jahr rund 275.000. Polizisten im Einsatz. Den Tiefstwert, den gab es 2016, also heißt das in den vergangenen Jahren rund eine Steigerung bundesweit von 10.000 Polizisten im Einsatz. Und auch für Baden-Württemberg gibt es Zahlen, denn da ist diese Steigerung auch mit am größten gewesen, was die Bundesländer angeht. Im Vergleich zu 2006 sind es etwas mehr als 1.000 Polizisten nun im Dienst. Das ist eine Nachricht des heutigen Tages und für andere war Peter Benkow fleißig in der Metropolregion für Sie unterwegs gewesen. Hier seine Zusammenfassung. Überraschende Wende. Vier Mitarbeiter des Wormser Ordnungsamtes haben sich vor Gericht in Worms gegen ihre fristlose Kündigung gewehrt und das mit Erfolg. Die Stadt Worms hatte ihnen gekündigt, weil sie über WhatsApp fremdenfeindliche Bilder ausgetauscht hatten. Die Stadt muss ihre Kündigungen zurückziehen, die entlassenen Mitarbeiter wieder einstellen und sogar das entgangene Gehalt nachzahlen. Der Richter begründet das damit, dass es sich um eine rein private Kommunikation der Mitarbeiter auf ihren eigenen Smartphones gehandelt hat. Sie hätten also davon ausgehen dürfen, dass nichts davon an die Öffentlichkeit dringt. Sollte die Stadt Worms das Urteil anfechten, dann könnte es bis zum Bundesarbeitsgericht gehen. Bislang gibt es kein Urteil dazu, ob Bilder auf einem Smartphone tatsächlich als private Kommunikation gelten. Mehr Überwachung gegen Terror. Nach monatelangen Verhandlungen hat der Landtag von Baden-Württemberg das sogenannte Antiterrorgesetz beschlossen. Es soll helfen, terroristische Anschläge frühzeitig zu verhindern. Auslöser war der Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Dezember mit 12 Toten. Der Vorschlag der grün-schwarzen Landesregierung war umstritten, da es mit dem neuen Gesetz möglich sein soll, Telefonate abzuhören und Botschaften, zum Beispiel bei WhatsApp, abzufangen. Noch viele Lehrstellen unbesetzt. Wie die Agentur für Arbeit mitteilte, waren in Mannheim einen Monat nach Beginn des Ausbildungsjahres noch knapp 200 Lehrstellen frei. Ein großes Defizit herrsche im Einzelhandel, zum Beispiel bei Verkäufern. Aber auch bei zahnmedizinischen Fachangestellten sind noch einige Ausbildungsstellen frei. Kulinarische Hochkaräter in der Ronn-Region. Das Mannheimer Restaurant Le Courange im Modehaus Engelhorn trägt nun einen Michelin-Stern. Küchenchef Dominik Markowitz hatte gestern in Potsdam die Auszeichnung entgegengenommen. Der Küchenchef überzeugte die anspruchsvollen Kritiker mit seinen modernen Interpretationen der klassischen französischen Küche.
Natürlich ist die Anspannung und die Erwartungshaltung von unseren Gästen jetzt mit dem Stern auch gestiegen. Die möchten wir auf jeden Fall befriedigen und versuchen uns aber selber nicht so viel Druck zu machen. Versuchen einfach die Linie, die wir gekocht haben, weiter zu kochen und an uns weiter zu arbeiten. Und dann denke ich, wird das auch im nächsten Jahr funktionieren. Auch das Emma Wolf im Mannheimer Stadtquartier Q6, Q7 erhielt den begehrten Restaurantpreis. Insgesamt bleibt der Südwesten mit 74 Sterne-Restaurants im Bundesländervergleich deutlich an der Spitze. So, und jetzt geht es um Fußball. Also bei den Bayern wäre das nicht denkbar, bei Borussia Dortmund auch nicht und auch bei den anderen Bundesligisten, außer bei einem, der TSG Hoffenheim. Ja, was genau meinen wir jetzt eigentlich? Rebecca Wilke verrät es Ihnen. Der Hingucker dieser Jungsmannschaft ist ein Mädchen und sie hat die Jungs der U13 der TSG 1899 Hoffenheim im Griff. Dafina Rezepi ist sehr clever, sehr intelligent, ja, und auch einfach sehr lustig. Kann auf jeden Fall sehr gut schießen. Sie ist eigentlich eine ganz coole, immer entspannt, macht sich auch keinen Stress und ja. Und sie liebt Fußball. Seit sie ein kleines Mädchen ist, spielt sie im Verein und das von Anfang an bei den Jungs. Bei den Jungs, da hat man halt viel mehr Konkurrenz. Bei den Mädels, da sind halt nicht so viele gute Mädels. Und sie sieht noch mehr Vorteile in ihrer Jungstruppe. Wenn man halt da mal fault, dann schreien sie halt nicht gleich rum. Und bei den Mädels, da wird halt meistens gezickt. Und, ja. Ihre Fußballleidenschaft liegt in der Familie. Die zwei Jungs spielen, Dafina spielt. Vielleicht die Kleine noch, weiß ich nicht. Ja, ich habe früher Fußball gespielt. Ja, und wenn Fußball läuft, dann gucken wir halt alle Fußball. Es gibt keine Streitereien, wer was guckt. Ihr Vater ist heute Jugendtrainer in Neckarsulm und ist schon früh auf das außergewöhnliche Talent seiner Tochter aufmerksam geworden. Es war so, wir haben die Hoffenheim, ja, dieses Kinderperspektivteam. Und dann habe ich sie ja zu einer Sichtung angemeldet. Und es hat geklappt. Seit 2013 gehört sie zur TSG-Familie. Dass sie es allerdings sogar bis in die U13 der Jungen geschafft hat, ist nicht nur besonders, sondern auch einzigartig für einen Bundesligisten. Ja, das ist auf jeden Fall sehr erstaunlich. Also klar, wir sind eben als TSG Hoffenheim natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft mit einem sehr, sehr guten Jahrgang, wo wirklich schon sehr, sehr talentierte Jungs kicken. Und dass sie da als Mädchen einfach dann fußballerisch so mithält, ist natürlich dann schon außergewöhnlich. Für ihre gleichaltrigen Mannschaftskollegen hingegen ist es ganz normal, Dafina im Team zu haben. Mit der Zeit hat man sich einfach dran gewöhnt. Sie ist einfach eine tolle Mitspielerin und du faltest auch nicht mehr auf. Am Anfang hat man noch so ein bisschen gemerkt, dass halt viele Leute haben sie angeguckt und so. Das ist ein Mädchen, aber jetzt merkt man es eigentlich nicht mehr. Und genauso sehen es die Gegner. Der Respekt vor der jungen Dame auf der Zehnerposition ist groß. Sie ist technisch so stark, dass sie alle Standardsituationen macht, immer torgefährlich ist und so ihre Schwächen in Sachen Geschwindigkeit wettmacht. Dafina ist bewusst, dass sie hart kämpfen muss, um weiterhin in der Mannschaft zu bleiben. Also wenn ich mitmachen will, dann muss ich halt mich noch mehr anstrengen, weil die Jungs, die werden ja alle größer und stabiler halt. Daher wird sie auch irgendwann zu den Frauen wechseln müssen. Doch noch darf sie weiter fleißig Auszeichnungen bei den männlichen Kickern sammeln. Und während andere Mädchen davon träumen, prima Ballerina zu werden, träumt Dafina von einer Karriere im Fußball. Also ich will Nationalspielerin werden und später mal ins Ausland, also Olympique Lyon. Bis es soweit ist, bleibt sie lieber bei ihren Jungs. Da muss sie ihre Kabine wenigstens nicht teilen. Wenn man diese Bilder sieht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die mich sogar auf dem Bierdeckel austanzt. Also Dafina wirklich eine Wahnsinnskickerin. Und was ihr Trainer Paul Tollasch noch über sie zu sagen hat, das hat Rebecca Wilke jetzt. Paul, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Dafina bei den Jungs mitspielt? Ja, also Dafi hat bei ihrem Heimatverein FC Union Heilbronn gekickt. FC Union Heilbronn ist eben ein relativ bekannter Verein hier in der Gegend. Die machen viel Jugendarbeit. Sie hat dort gekickt. Wir sind eben auf sie aufmerksam geworden. Sie ist dann zu einem Talenttag zusammen mit ihrem älteren Bruder zu uns gekommen und hat sich so eben über den Talenttag damals für unser Kinderperspektivteam empfohlen. Ja, wie ist es denn in der Zukunft? Also kann das durchaus nochmal vorkommen oder ist das jetzt eine ziemlich einmalige Geschichte mit Dafina? Nee, also ausschließen möchte ich das auf gar keinen Fall. Wie gesagt, wir haben ja auch eine Frauenabteilung. Die Frauen spielen ja auch erste Bundesliga. Von daher wollen wir da ja auch in die Richtung Talente fördern und entwickeln. Und wenn sich das dann irgendwann mal ergeben sollte, dass wir dann nochmal so ein Talent haben wie die Dafi, wird das mit Sicherheit auch dann möglich sein, dass man da nochmal so einen zweiten Fall eventuell bekommt.
Wie wird denn Dafinas Weg jetzt weitergehen? Dann irgendwann früher oder später wird sie dann wahrscheinlich doch zu den Frauen oder zu den jungen Damen wechseln müssen. Genau, man muss jetzt halt einfach mal abwarten, wie sich Dafi im Laufe dieser Saison, der U13-Saison entwickelt. Wir sind halt natürlich mit Hoffenheim NLZ, das auf allerhöchstem Niveau kickt, wo die talentiertesten Jungs eben in unseren Kadern sind. Da muss man dann halt eben einfach schauen, wie es dann von der Kaderstruktur und Zusammensetzung passt. Aber Dafi hat dann natürlich das Glück, die Möglichkeit dann eben ja zu den Frauen zu gehen, nur bei den Mädels zu kicken oder dann eben nochmal die Möglichkeit vielleicht dann einen anderen jungen Verein aufzusuchen. Also da stehen ihr alle Wege offen. Ist es denn als Frau vielleicht dann grundsätzlich ein bisschen einfacher als Junge, den Sprung zu den Profis zu schaffen? Ja, ich glaube dadurch, dass klar natürlich nicht so viele Mädchen kicken wie Jungs kicken und da die Leistungsdichte nicht so hoch ist wie bei den Jungs, ist es vermutlich ein Tick einfacher. Aber klar, das ist trotzdem mit harter Arbeit verbunden und da wird einem mit Sicherheit auch nichts geschenkt auf dem Weg nach oben. Was wünschen Sie, Dafina, persönlich? Also im Sinne des Vereins würde ich es ihr natürlich wünschen, dass sie dann vielleicht in den nächsten 2, 3, 4 Jahren bei unseren Frauen in der ersten Frauen-Bundesliga kickt. Alles klar, super. Dann ganz lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke. Und wir werden natürlich den Erfolgsweg von Dafina auch weiter aufmerksam verfolgen. Gleich zeigen wir Ihnen, warum Sie auch am Wegesrand zum Beispiel auf dem Feld mal wirklich aufmerksam den Blick schweifen lassen sollten. Denn es geht um Kräuter und ihre teilweise auch heilende Wirkung. Das gleich hier bei Ron. Ja, und wir werden jetzt hier bei Ron kulinarisch. Es geht um Kräuter. Haben Sie denn vielleicht auch schon die erste Erkältung dieser Saison hinter sich? Und ja, vielleicht, was machen Sie auch dagegen, um dem Ganzen vorzubeugen? Statt in einer Apotheke zu rennen, gehen Sie doch einfach mal raus und schauen sich am Wegesrand um. Denn was man da so findet, davon hat sich jetzt mal Julia Stankewitz überzeugen lassen. Sie war nämlich mit einer Kräuterexpertin unterwegs, die ihr zeigt, dass da tatsächlich sehr viele natürliche Kräuter wachsen, die auch eine heilende Wirkung haben. Und dem gehen wir hier auch gleich noch auf die Spur. Aber erstmal Julias Erkenntnisse. Feld, Wald, Wiesen. Aber wer denkt, das hier wäre Einöde, der täuscht sich. Denn hier im Weinheimer Industriegebiet gibt es zwar weit und breit keinen Supermarkt, aber trotzdem jede Menge zu essen. Frau Winkenbach, was finden wir denn hier heute alles? Ja, jede Menge grüner Nachwuchs. Spitzwegerich, Schafgarbe, Brennnessel, Löwenzahn, wilde Möhre, Rheinfarn sehe ich hier. Fünffingerkraut, Winterkresse, also der Tisch ist noch immer reich gedeckt. Und wir müssen auch gar nicht lange suchen, bis Dorisa Winkenbach das erste Kraut entdeckt. Oh, hier haben wir die wilde Möhre, wunderbar. Wie viel Glück muss man denn haben hier, wenn man Kräuter sucht? Wie viel Glück? Mhm. Es sind ein paar Bedingungen, die man wissen muss. Man muss den Ort kennen, der möglichst unbehandelt ist, der möglichst in der freien Natur liegt. Was bewirken denn die Pflanzen? Die regen unseren Stoffwechsel an, die sorgen dafür, dass die Galle fließt, je nachdem, welches Kraut ich habe. Die sorgen für Gallenfluss, die entgiften, indem sie die Leberfunktion unterstützen. Das gesamte Spektrum wird eigentlich abgedeckt. Die wilde Möhre wirkt konzentrationsfördernd und auch die Schafgarbe hat heilende Wirkung. Ja, das ist zum Beispiel ein wichtiges Frauenheilkraut, die Schafgarbe, gegen innere und äußere Blutungen. Da kann man die anwenden, die Blätter, oder Tee für Bäder und so weiter. Und im Winter, wenn uns eine Bronchitis plagt, ist auch die Schafgarbe hilfreich. Mhm. Und im Volksmund heißt sie Venusbraue, ja, weil sie eben so diese wunderschöne Biegung hat. Man wird also nicht nur satt, sondern soll auch noch gesund bleiben. Und wer hätte gedacht, dass man Brennnesselsamen pur essen kann? Russig, so einen hohen Eisengehalt. Bisschen scharf, aber brennt nicht. Solche Überraschungsmomente sind es unter anderem auch, die den Teilnehmern bei ihren Wanderungen besonders gut gefallen. Der Blick wird geschärft und ich nehme von jedem Spaziergang so 1, 2 Kräuter mit, die ich dann hinterher sicher erkennen kann. Jetzt kennt man halt noch 2, 3 Sachen mehr und weiß auch, dass man bestimmte Sachen essen kann, von denen man vorher gedacht hat, man kann sie nicht essen. Das Aha-Erlebnis kam bei mir, als Dorisa uns den wilden Meerrettich vorgestellt hat. Das fand ich also ganz spannend, weil ich an der Pflanze eigentlich schon sehr häufig vorbeigelaufen bin. Denn gut getarnt wachsen Rettich und Co. zwischen Gräsern und anderem Grün. Ein geschulter Blick ist wichtig, um die ca. 1500 essbaren Kräuter hierzulande zu erkennen. Unabhängig davon, ob die Kräuter nun heilen oder nicht, ist es auf jeden Fall interessant, das alles mal zu probieren und zu erfahren. Und man bewegt sich an der frischen Luft.
Und zum Aufwärmen gießen wir die selbst gepflückten Blätter und Blüten einfach zu einem heißen Tee auf. Ja, und bei Gordon ist jetzt auch hier ein bisschen Kräuterküche. Das Ganze hat natürlich auch System bzw. einen Hintergrund. Markus Schrade ist bei uns. Er ist nämlich auch Kräuterexperte und macht Kräuterführungen in Mannheim. Sie haben uns ein bisschen was mitgebracht, um einen lecker Tee zu kochen. Was genau denn? Ja, okay, das habe ich jetzt einfach mal so querbeet aus meinem Sortiment, sage ich mal, verschiedene Sachen einfach mal mitgebracht, um das hier einfach mal zu zeigen. Ja, gut. Eine Sache ist hier Malvenblüten von der wilden Malve, die bei uns auch relativ häufig vorkommt. Schöne Pflanze. Zum Beispiel? Die wächst eigentlich an den meisten Wegesrändern, auf Wiesen, ja, am Waldesrand, ja, also auf vielen, ja, auch auf Verkehrsinseln, sage ich mal, wo man natürlich nichts sammeln sollte, ja, ist klar. Aber sie kommt eigentlich mehr oder weniger in jedem Eck, sage ich mal, vor. Ja, dann machen wir auf jeden Fall ein bisschen was davon rein. Hier, Rossminze haben Sie auch mitgebracht. Wie viel soll ich da reintun, wie viele Blätter? Ja, machen Sie mal noch ein bisschen. Noch ein bisschen was, ja. Ja, so. Ja, das reicht, oh, ja. Okay. Jetzt kann man es noch ein bisschen kurz zerkleinern. Mhm. Ja, also das ist ja alles getrocknet, also das macht auch gar nichts. Kräuter trocknen, gar kein Problem. Können wir dann noch lange nutzen? Richtig. Natürlich ist es so, wenn man die frisch verwendet, klar haben sie dann den höchsten Inhaltsstoffgehalt. Durch Lagerung geht immer etwas raus an Wirkstoffen, das ist klar. Aber nicht so viel, dass dann am Ende nichts mehr drin ist und es keinen Sinn mehr dann macht. Ne? Sie haben eben gesagt, klar, an Verkehrsinseln vielleicht nicht unbedingt was sammeln, aber man muss jetzt offensichtlich auch gar nicht raus aufs Feld fahren, sondern Sie machen ja eben auch die Kräuterführungen in Mannheim. Wenn ich jetzt hier durch die Stadt gehe, finde ich dann entsprechend auch leicht Kräuter? Ja, also die Sache ist die, Kräuter oder Wildpflanzen gibt es in dem Sinn, also überall an jedem Eck, aber wie gesagt, zum Sammeln natürlich nicht direkt am Straßenrand. Da muss man dann schon ein bisschen ins Grüne gehen. Aber wir hier in Mannheim, trotz dass wir eine Industriestadt sind mit viel Bebauung, haben wir auch zum Glück viel grüne Flächen, wie beispielsweise den Waldpark, Käfertaler Wald, Dosenwald etc. Und da kann man dann entsprechend rausgehen. Und da findet man dann auch an verschiedenen Ecken alle möglichen Kräuter für alle möglichen Anwendungsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt so am Wegesrand entlang gehe, dann macht man sich vielleicht dann doch Gedanken, na gut, da gehen auch viele Menschen natürlich mit dem Hund spazieren, der sich da mal erleichtert, egal ob klein oder groß. Macht das was aus? Ja, also wie gesagt, deswegen nicht direkt vom Wegesrand was mitnehmen. Da wachsen natürlich viele Sachen, aber eben aufgrund der von Ihnen genannten Problematik. Klar würde ich auf keinen Fall empfehlen, direkt vom Rand was zu pflücken. Also tiefer reingehen. Schon dann ein paar Meter direkt mitten rein ins Grüne. Oder man guckt, dass man irgendeine Stelle findet, ja, wo auch ein bisschen abseits dann ist, ja, wo dann halt eben nicht so frequentiert wird. Ne? Natürlich, also ich habe von Kräutern jetzt relativ wenig Ahnung. Minze erkenne ich noch zum Beispiel, Löwenzahn auch, aber dann wird es schwierig. Wo liegen denn auch Gefahren für den Laien bei Kräutern? Oder gibt es überhaupt Gefahren? Ja, Gefahr, sage ich mal, ist relativ. Ich meine, es gibt natürlich ungenießbare oder auch giftige Pflanzen. Klar, der Anteil an Giftpflanzen ist relativ gering. Ich meine, das ist auch ein Punkt, wo ich dann natürlich bei meinen Kräuterführungen, Kräuterwanderungen drauf eingehe, das den Leuten natürlich live dann zeige, wie kann man sie unterscheiden oder bei welchen Pflanzen könnte es Verwechslungsmöglichkeiten geben. Ja, diese hier, die sind auf jeden Fall harmlos. Ja, sicher, natürlich. Genau. Im Gegenteil sogar, sie wirken. Ne? Ja. Also die haben wir uns jetzt mal aufgegossen. Filtern wir natürlich dann auch gleich noch, geht alles durch ein Sieb, lassen das ordentlich ziehen und dann genießen wir das. Vorher aber dann noch die Wetteraussichten. Ihnen erstmal herzlichen Dank und wenn Sie Interesse an Kräuter haben, machen Sie auch eine Führung. So generell ändert sich beim Wetter auch am Donnerstag nichts. Wer Glück hat, bei dem verzieht sich der Nebel, die anderen sitzen den ganzen Tag im Dauergrau. Dabei sind die Chancen auf blauen Himmel im Süden etwas höher als im Norden. Immerhin bleibt es trocken. Die kommende Nacht bringt wieder häufig Frost. Tagsüber erreichen die Temperaturen meist nur 6 Grad. Der Wind spielt morgen keine Rolle. Die kommenden Nächte bringen nur noch selten Frost. Dafür fällt am Freitag aber auch etwas Regen. Der Samstag bringt dichte Wolken, aber nur einzelne Schauer. Am Sonntag werden wir wieder häufiger nass. Die Schneefallgrenze sinkt bei auffrischendem Wind auf 500 Meter. Die neue Woche geht unbeständig, aber wieder milder weiter.
So, und während unser Tee noch ein bisschen zieht, es duftet hier schon wunderbar in der Küche, ist absolut. Christina auch umgezogen. Und wir haben uns bewaffnet mit einem Putzlumpen, beziehungsweise einem Küchenlappen, besser gesagt. Ach, ganz frisch. Ganz, ganz frisch, ja. Ganz frisch. Wichtig. Warum? Weil heute ist der Küchenputztag in diesem Jahr. Und das heißt, dass man immer am 15.11. mal so an seinen Kühlschrank vor allem denken soll. Man sollte es vielleicht ein bisschen häufiger machen im Jahr, als eben nur dann einmal im November. Aber wir gucken jetzt auch einfach mal. Wir haben hier nicht aufgeräumt in den Ronnenkühlschrank hinein und machen ihn ein bisschen sauber. Ich glaube, das dauert einfach zu lange. Wir wollen ja morgen um 18 Uhr dann auch wieder für Sie da sein. Genau. Tatsache, hier liegt auch noch ein Apfel von mir. Den habe ich aber heute Mittag erst aufgeschnitten. Oh. Ja, ein bisschen Vitamine jetzt gerade in der kalten Jahreszeit. Wichtig. Genau. Ich weiß nicht, ob man das so machen sollte, den Apfel dann offen im Kühlschrank liegen lassen. Ich habe es einfach mal getan. Ja, da gibt es ja auch Mythen und sonst was drüber, wo man das alles lagern soll. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall immer mal wieder durchwischen. Genau, wir kümmern uns darum und sehen uns morgen wieder. 18 Uhr, wir lassen ihn jetzt erstmal zu. Freuen uns auf Sie. Schönen Abend.